So, moin Leute, wie man sieht, ich bin schon wieder fleißig am Werkeln. Und zwar geht es heute um den Solarschrank. Das war mal ein altes Schränkchen fürs Bad gewesen, das stand hier noch die ganze Zeit. Und das sollte jetzt später mal die ganze Steuerung für die Solaranlage dran. Dazu habe ich hier nochmal einen Zwischenboden mit reingemacht. Das war der eigentliche Zwischenboden, weil hier oben waren zwei Schubladen drin. Die fliegen jetzt raus. Den habe ich mir zurechtgeschnitten. Der Plan ist dann hier mal irgendwann, also es fängt jetzt ja erstmal klein an, soll stehen hier unten erstmal so zwei, drei Batterien. Das soll aber später mal voll werden. Da kann man hier noch, ja, keine Ahnung, noch irgendwas reinmachen. Da habe ich jetzt hier schon überall Löcher durchgebohrt. Hier sind drei Stück. Je nachdem, ich weiß halt noch nicht, wie ich das mit der Kabelverlegung mache. Das sehe ich mal deswegen erstmal mehr. Kann sein, hier oben kommen auch noch ein paar rein. Jo, und da habe ich mir gedacht, wie machst du das? Weil ich will das jetzt nicht so großartig an die Wand, wollte ich ja alles festschrauben. Da habe ich gedacht, komm, machst eine 1,80 Meter Platte. Schraubst du die hier hinten fest. Hier ein paar Mal verschraubt mit unserem schönen Restesortiment. Ja, Wiederverwertung. Und dann ist der Plan, dass praktisch nachher von hier oben kommt von der Photovoltaikanlage Leitung rein, dann kommt hier ein kleiner Sicherungskasten rein, geht es hier in den Laderegler, hier kommt dann nachher nochmal so ein Kleinverteiler, 12 Volt beziehungsweise Batteriesicherungskasten. Da bin ich aber tatsächlich am überlegen, ob ich den nicht irgendwo hier unten recht nah bei die Batterien hinsetze. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Dann gibt es hier noch einen Wechselrichter hin, habe ich hier jetzt auch einen kleinen Stromzähler für Haushaltsstrom, weil ich will ja sehen, was spare ich im Endeffekt ein. Und dann nochmal für die 230 Volt Seite, also Haushaltsspannung, ein Sicherungskasten mit RFI etc. Das ist so der Plan. Wo das Ganze hinkommt, das gucken wir uns jetzt mal an. So, dann sind wir hier schon in einem anderen Kellerraum. Im Endeffekt soll das hier an diese Wand. Und wie gesagt, ich wollte jetzt hier nichts großartig was an die Wand dübeln, nachher hast du da Löcher drin, bla bla bla. So ist das kleine Mobil, kann man schnell abbauen und bla. Ja, jetzt könnte man ja dazu sagen, oh, das ist ein Holzschrank, Brandgefahr. Ja, das stimmt, gebe ich auch recht. Hier kommt auch noch ein Rauchmelder sicherheitshalber rein. Aber ich habe schon Leute gesehen, die haben angefangen, das auf dem Metallregal zu machen. Und wie man weiß, hier Metallregal und alles hier leitet, das ist jetzt nicht so das Geilste. Deswegen, hier soll das hin. An diese Wand. Dann wäre ich noch oben. Ich habe jetzt zwei Winkel noch gebogen, dass ich zwei Löcher noch mal mache, damit der Schrank nicht nach vorne kippen kann, nachher wegen Gewicht oder so. Und der Plan ist hier, das Loch geht drüben in dem Kellerraum einmal der Wand entlang. Also will ich die Leitung an der Wand entlang legen. Hinten raus, Kellerfenster, da ist nämlich ein Durchgang nach außen zur Außensteckdose. Da separaten Kabelkanal bis oben hin. Draußen habe ich am letzten Video schon mal gezeigt, wo das Ganze hin kommen soll. Jo, und im Endeffekt haben wir hier schon ein ganzes Kram liegen. Hier Stromzähler, Solarkabel, hier Abzweigdosen, nachher noch eventuell, was ich alles brauche. Hier einen kleinen Verteiler, ist jetzt nicht der beste Markenverteiler, außer der da unten, der ist von Hager. Jo, das alles werde ich jetzt nach und nach aufbauen. Ich würde eigentlich gerne hier ein Video machen. Ich muss mal gucken, wie das ist, weil hier ist halt mit dem Lichtverhältnis ein bisschen blöd. Schauen wir mal, ob das so geht, wie ich es denke. Ja, hier sieht man auch nochmal die zwei Winkel, wo ich gemeint hatte. Ist jetzt nicht schön gemacht, aber erfüllt seinen Zweck. Der kommt dann natürlich nachher so hier dran, damit man hier nochmal an der Wand ein bisschen fixieren kann. Nicht, dass das ganze Schränkchen hier irgendwann mal kippt nach vorne macht. Ja, so sieht das Ganze aus. Also im Prinzip kostet das eigentlich so gar nicht viel, weil ich tatsächlich sehr viel altes, gebrauchtes Material wiederverwende. Ich bin mal gespannt, wie sich das ganze Projekt so im späteren Verlauf macht. So, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, wenn ich jetzt nämlich hier den Kabelkanal drauf habe. Einen Moment. Dann habe ich nämlich jetzt hier den schönen Spalt, wenn ich das nämlich hier unter den Sicherungskasten setze und hier natürlich jetzt gedacht die Austrittslöcher schon habe, gibt das trotzdem einen schönen sauberen Abschluss. Ja, warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das alles, da ist die Kamera, warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das alles mit Kabelkanal zu machen? Naja, ich habe mir im Vorhinein, wo ich jetzt dieses Projekt gestartet habe, ich habe mich sehr viel informiert über Inselanlagen, Balkon,
Solaranlage und was es da alles für Bezeichnungen gibt für die Photovoltaiktechnik. Mir ist halt aufgefallen, bei sehr vielen Leuten, Funktion ist erstmal wichtig, Aussehen ist scheiße, ist scheißegal. Hauptsache das Ding läuft erstmal. Und dann denke ich mir so, ja, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite, was es da teilweise an kuriosen Verkabelungen gibt, wo ich mir dann so denke, uff, da mal irgendwas auftritt, teilweise sind die Absicherungen auch sehr abenteuerlich, wenn überhaupt welche vorhanden sind. Und deswegen ist das halt auch bei mir so ein Grund. Ich mache es jetzt lieber ordentlich. Das ist auch tatsächlich jetzt eine Sache, kann ich kurz mal zeigen. Warum habe ich jetzt zum Beispiel den Ladecontroller nicht auf dieselbe Höhe hier mit der Leiste gesetzt? Ganz einfach, wenn der mal, wenn das jetzt laufen sollte und der soll mal ersetzt werden durch einen größeren, dass ich hier noch ein bisschen halt Platz habe. Das nächste, was ich mir eben überlegt habe, den Batteriekasten hatte ich ja eben schon mal angesprochen, werde ich doch hier unten hinsetzen, sehr nah bei die Batterien. Das hat den Hintergrund, weil ich erstmal mit 12 Volt anfange, dann auf 8, dann auf 24 geht. Der Controller kann beides, der kann sogar bis 48, müsste glaube sogar bis 48 können, bin ich mir gerade nicht sicher. Das hat halt den Hintergrund, ich will jede Batterie, die in diesem System ist, einzeln abgesichert haben. Das heißt, hier in dem Sicherungskasten von den Batterien werde ich die Parallelschaltung der einzelnen Blöcke vornehmen. So, wenn ich jetzt den hier oben habe, würde auch gehen. Nur die Sache ist die, erstmal lange Leitungen bis zur eigentlichen Absicherung. So, wenn jetzt hier in dem Bereich irgendwo, keine Ahnung, das Kabel ist beschädigt, ja, und dann habe ich bis da unten hin keine Absicherung mehr, weil ja der Sicherungskasten hier oben sitzt. Die Kabel lege ich natürlich dementsprechend dick aus. Also ich starte jetzt erstmal mit 6 Quadrat. Das ist mehr als genug, weil mein Wechselrichter nur 150 Watt kann. Da könnte ich mit weitaus weniger Querschnitt arbeiten. Aber das reicht mich erstmal. Das ist nur so ein bisschen für einen Router zum Versorgen für die Nacht. Für mehr soll das erstmal nicht sein, nur zum Testen. Und da reicht das vollkommen aus. So Leute, was mir hier jetzt gerade schon wieder auffällt, was mich schon wieder tierisch aufregt. Vielleicht sieht man es. Ja, doch, man sieht's. Also, das Ding hat voll den Bauch. Ja, weil ich habe mich nun mal wieder hier vom Preis blenden lassen und habe einen günstigen kleinen Verteiler gekauft. Wie gesagt, der ist von Hager. Hier da kein Bogen und nix hier, das ist schön gerade alles und ja, schon wieder die totale Scheiße. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Kabelkanal da runter gehe und sich hier vorne irgendwo aufhören, wenn ich mit dem jetzt angenommen rübergehen will, ja, dass ich hier nochmal eine waagerechte machen will, habe ich hier total den Luftspalt, was schon wieder total doof ist. So, kurzer Zeitsprung, nächster Tag ist angebrochen und hier hat sich natürlich auch schon ein bisschen was getan. Ja, das können wir uns gerne mal im Detail anschauen. Also, das hatten wir schon gestern gehabt. Das ist übrigens der Wechselrichter, ja, wie gesagt, das ist so einer für Dosenhalter, 150 Watt, modifizierter Sinus. Den habe ich jetzt einfach erstmal so angeschlossen, hier Kabel runter, dann geht es an Stromzähler dran und hier haben wir nochmal einen kleinen Verteiler für die 230 Volt Seite. So, warum habe ich das jetzt erstmal so gemacht? Erstmal, weil ich mit dem Wechselrichter 12 Volt arbeiten muss, ich will ja auf 24 gehen, habe ich gesagt, und dann hätte ich jetzt hier Platz nachher, oder später mal irgendwann einen größeren Wechselrichter hinzumachen, dann nutze ich auch nicht mehr den Ausgang, weil der kann das ja nicht, der kann ja nicht so viel Leistung, sondern kann ich hier direkt an den Batteriekasten gehen. Das ist nämlich auch noch ein Grund, weswegen ich den dort unten hinsetzen wollte. Was ich auch noch zu machen habe, der hat einen extra Erdungsanschluss. Ich muss mal gucken, dass ich den irgendwie noch mit der Hauserdung verbinde. Hier oben den Bereich will ich mir eventuell noch später mal, dann habe ich mir extra hier nochmal Platz gelassen für einen Voltmeter und einen Ampermeter, damit ich gerade sehe, okay, aktuelle Spannung von Batterien und wie viel wird reingeladen. Kann ich natürlich auch mit der App von dem Regler nachgucken. Funktioniert super, aber so hält man es nochmal auf die Schnelle. Okay, bin eh gerade im Keller, guck's mal schnell. Da muss man nicht jedes Mal mit dem Handy nachklotzen. Und ja, so weit geht das. Also ich werde jetzt hier noch soweit die Verkabelung für die Batterien vorbereiten und dann kann eigentlich schon der ganze Schrank rüber an seinen Platz, wo er hin soll. Also bis jetzt muss ich sagen, schon gut was geworden. Ich bin mal gespannt, wenn das Ganze in Betrieb geht. Also momentan ist hier eh total regnerisch. Also da würden wir eh nicht viel
Energie von der Sonne herholen können. Aber ich bin gespannt, wenn das ganze Projekt mal läuft. Achso, habe ich auch noch was. Hier halte ich mir jetzt noch mal Installationsrohr, die hatte ich noch rumfliegen gehabt. Die will ich nämlich noch drüben im anderen Kellerabteil, will ich die noch an die Wand machen und da die Photovoltaikleitung durchmachen, damit die ein bisschen von der 230 Volt Seite getrennt sind. Also, das war's erstmal von meiner Seite aus für diesen Abschnitt, ja. Wir werden uns in einem von den nächsten Videos wiedersehen, wenn ihr halt Interesse an dem Projekt habt, das weiter zu verfolgen. Kanal nicht vergessen zu abonnieren, lasst gerne ein Like da. Kommentar natürlich auch, eure Anlage, mal ein bisschen Erfahrungssachen austauschen, kann nie schaden. Und wir sehen uns dann in einem von den nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao.